Hi Laura, wir sind hier in Valencia. Du bist vor deinem Saisondebüt. Wie fühlst du dich insgesamt? Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ja, der Winter ist dann doch irgendwie immer lang und man denkt so, okay, ist noch ewig hin bis zum ersten Rennen und dann geht es plötzlich ganz schnell. Natürlich habe ich auch viele Fragezeichen. Also ich habe jetzt kein Training hinter mir, wo ich jetzt genau wüsste, wie die Form ist, sondern ich habe gut trainiert und bin eben einfach gespannt, was das dann für ein Rennen bedeutet. Ich bin hier einmal, um natürlich Rennkilometer zu sammeln, aber eben auch, um das Rennen ins Ziel zu bringen. Ich muss ja für meine Nizza-Quali entweder ein Ironman oder 273 finishen und das wird ein Rennen davon. Aber natürlich bin ich ehrgeizig genug, dass ich hier auch gern gewinnen möchte und das wird nicht ganz leicht, glaube ich. Du hast angesprochen, deinen frühen Saisoneinstieg. Wenn man auf die Startliste guckt, haben anscheinend viele Profi-Frauen und Männer auf jeden Fall das gleiche Ziel. Es ist ein enorm großes Feld. Was erwartest du davon jetzt gerade bei der Pressekonferenz? Gab es quasi auch schon so ein bisschen Gemunkel, wie es eventuell ist, ob man da gegenseitig das Rennen beeinflusst. Wie gehst du da für dich ran? Ja, es ist tatsächlich so, dass hier sehr, sehr viele Athleten, aber auch Athletinnen am Start sind. Ich glaube, insgesamt ist das Profifeld fast über 120 Athleten groß und das habe ich so noch nie erlebt. Ich hatte den Eindruck, der Rennveranstalter ist selbst überrascht und hat auch sich noch nicht so viele Gedanken gemacht, was das vielleicht auch bedeutet für Schwimmen, Schwimmausstieg und natürlich auch einfach, wie viel auf der Strecke los ist. Und ja, leider werde ich natürlich nicht ganz vorne aus dem Wasser kommen. Das ist so, dass es vielleicht morgen einen größeren Impact haben könnte, weil einfach jetzt hier eben auch paar Kurzdistanz-Mädels ihr Debüt machen oder eben auch auf die Mitteldistanz wechseln, was super schön ist und cool zu sehen ist, eine super Entwicklung. Bei den Männern gibt es ja schon länger, aber da ist natürlich auch geballte Schwimmpower dahinter und ich hoffe einfach, dass wir dennoch ein faires Rennen haben können. Versuche tatsächlich die Sachen, die ich jetzt nicht beeinflussen kann, auch einfach wegzuschieben und mich auf mich zu verlassen. Und ich versuche ein gutes Rennen zu zeigen. Und wie weit es für mich dann nach vorne geht, das ja, hängt tatsächlich dann unter Umständen auch von solchen Sachen ab, wie die Organisation am Ende ist und natürlich auch die Form der anderen Mädels. Aber ich versuche für mich ein gutes Rennen zu machen und schaue einfach mal, wie weit es nach vorne geht. Du hast dir ja den Radkurs im Vorhinein schon so ein bisschen angeguckt. Was meinst du, könnte da so rennentscheidend sein? Ein paar Höhenmeter hat er ja. Man fährt hier aus der Stadt raus, dann geht es so ein bisschen in die Berge. Man hat so das Gefühl, es gibt von allem etwas, von guten Straßen über typisch spanische Straßen. Was glaubst du, könnte da eventuell auch so mitentscheidend sein, dass man schnell über die Radstrecke kommt? Ja, du hast es eigentlich schön zusammengefasst. So ist es. Leider hat er nicht ganz so viel Höhenmeter wie versprochen. Und der schönste Part ist tatsächlich auch der kürzeste, weil man natürlich erstmal hier aus der Stadt raus muss. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Aerokurs, es ist ein Drückerkurs. Man muss super wachsam sein, wirklich die gesamten 90 Kilometer. Und ja, ich glaube, man muss sich gut pacen. Das ist was, was ich gut kann. Also eigentlich würde ich sagen, der Radkurs liegt mir und ich hoffe, dass gerade auch die engen Passagen, dass es da dann eben nicht zu irgendwie unschönen Situationen kommt, weil die Strecke zu voll ist. Aber an für sich ist es auf jeden Fall eine Strecke, auf die ich mich freue. Der abschließende Lauf geht dann auch so durch die Neustadt durch, quasi an den Wahrzeichen Valencias. Wie hast du so den Laufkurs wahrgenommen? Es sind ja zwei Runden, knapp 10 Kilometer mit der Ziellinie direkt unter der Brücke. Wie hast du den wahrgenommen? Ja, also durch diesen, ist ein altes, ausgetrocknetes Flussbett. Also da gibt es super viele Wege durch. Ich habe ein bisschen gestruggelt, den richtigen zu finden. Also ich bin gespannt. Morgen werde ich sicher nicht falsch laufen. Den Weg ins Ziel habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber ich nehme an, das ist morgen dann auch hoffentlich kein Problem. Also man schlängelt sich da so ein bisschen durch. Eigentlich schön, ein paar Palmen, ein bisschen grün und hoch und runter. Eigentlich sollte es zuschauerfreundlich sein. Ich hoffe, dass, weil wir eigentlich im Herzen von einer großen Stadt sind, dass einfach auch viele Menschen an die Strecke kommen. Darauf würde ich mich freuen. Und ja, ich glaube, den Lauf kann man ganz gut laufen. Wenn wir jetzt Valencia abhaken, dann kommt danach die 73 auf Mallorca. Nach dem 73-Rennen wirst du die T100 in San Francisco mitnehmen. Wie hast du quasi schon die vorigen Rennen so ein bisschen mitverfolgt und was erwartest du für San Francisco, wenn du schon so ein bisschen weiter guckst, weil da ja wahrscheinlich auch schon nochmal andere Starterfelder, auf jeden Fall kleinere als jetzt hier in Valencia und Mallorca am Start sein werden. Wie bereitest du dich da so ein bisschen vor und wie hast du aktuell schon so das Renngeschehen da mitgenommen?
Ja, also einmal Mallorca, denke ich, wird ähnlich voll wahrscheinlich wie hier, vermutlich auch noch stärker besetzt. Da bin ich gespannt, auch ob vielleicht Ironman irgendwann ein Limit einführt, wie viele Athleten einfach bei einem Rennen starten können. Das ist tatsächlich jetzt gerade was, wo ich mich vermutlich auch nach dem Erlebnis morgen noch mehr darauf freuen werde, dass tatsächlich nur 20 Athleten am Start sind in San Francisco. Die Strecke ist noch nicht raus, aber wenn sie ähnlich ist wie die vom Escape from Alcatraz, sollte das eine harte Radstrecke sein, ein saukaltes Schwimmen und auch ein abenteuerliches Laufen, glaube ich. Also das ist definitiv ein Rennen, auf das ich mich sehr freue. Es war auf jeden Fall auch eins, was ich mal so auf meiner Bucketlist hatte für irgendwann. Und das jetzt quasi mit den besten Athleten der Welt zu racen, ist natürlich richtig cool. Und ja, die zwei Rennen, die ich jetzt, also morgen und in Mallorca mache, ich denke, das ist schon eine ganz gute Vorbereitung auch auf eben die besten Athletinnen dann. Also auch morgen hier wird es schon nicht einfach. Ich glaube, viele haben da ein paar Namen auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Und Mallorca wird sicher auch nochmal ein guter Formtest. Und für mich ist einfach wichtig, so ein bisschen Routine zu bekommen. Hier zum Beispiel muss man jetzt von so einem Pontoon springen, der gefühlt 2 Meter hoch ist. Das ist für mich schon eine Überwindung. Ich habe da halt einfach natürlich nicht die Routine, wie jetzt auch die Kurzdistanzathleten. Das sind dann schon so Sachen, wo man auch mal die Komfortzone verlässt. Aber ich habe es geschafft heute Morgen. Von daher bin ich zuversichtlich, dass ich es auch morgen früh schaffe. Ja, aber das sind einfach so die Erfahrungen, auf die kann man sich halt im Vorfeld gar nicht so groß vorbereiten, sondern dafür muss man zum Rennen hin, an der Startlinie stehen und dann irgendwie seine Nerven und alles im Griff behalten, abliefern, das Ding machen und danach resümieren, verarbeiten, was man besser machen kann fürs Nächste. Und deswegen ist es cool, 2 Chancen zu haben vor dem richtig großen Rennen dann in San Francisco. Vielen Dank und viel Erfolg für morgen dann. Dankeschön.